So, jetzt legt sich das Ganze hier frei und ich komme zum nächsten Level, und zwar Donut Plains 3. So, jetzt mache ich das Donut Secret House. So, was habe ich geahnt? Dann mache ich das Level mal mit Mario. Lalalala. Die Musik ist auch sehr gut. Ich warte hier, bis die weg sind. So, hier kann man drüber springen, das ist. Ich glaube, sonst ist der P-Switch recht sinnlos. Ne, kannst du behalten. So, nochmal der gleiche Shit. Ja, wenn man die Geisterhäuser schon kennt, sind die sogar ziemlich einfach. Ich mach mal zuerst das normale Exit. Außer es passiert sowas. Kommt mit, ihr Geister. Kommt. Diesmal lege ich das Ding nicht hier ab. So, hier muss man rein und das war's, glaube ich. Nein! Ich hätte jetzt ein Leben bekommen können. So, in dieser Röhre geht's zu Level... zu Welt 8? Sind's 8 Welten? Ich weiß es nicht. Deswegen kann ich das jetzt leider nicht spielen, weil ich ja jetzt in diesem Partner Welt 2 mache. Ich weiß sowieso nur die Feder. So, und weiter geht's mit Donut Plains 3. Hallo, okay. Nein! Ist mir das gerade ernsthaft passiert? Warte mal, bis die weg sind. Okay, davon habe ich jetzt gerade nichts gewusst. Ist aber wahrscheinlich auch kein Secret Exit. Sondern ein Level Skip. Ja, wenn man schon die Möglichkeit bekommt. You can slide the screen left or right by pressing. Ja, genau. Genauso. Jetzt muss ich erstmal auf die Plattform warten. So, diese Switches ändern die Bahn, wie man sieht. Checkpoint. Ich warte mal, bis der Fassi das Ganze überholt hat. So. Ist hier drin nichts Sinnvolles. Zumindest nicht für mich. Hier geht's bestimmt rein. Yep. Ach, noch ein Bonuslevel. Schon. Wieso habe ich denn jetzt auf einmal so wenig Glück?
Gut. Nein, du. Okay, bei den letzten zwei hat es dann funktioniert. Es war eigentlich nicht geplant, dass der Part zu lange geht. Wenn er zu lange geht, werde ich ihn wohl in zwei Parts schneiden, aber ich denke, ich kriege das schon hin. So, Luigi macht dann beim nächsten Mal den Endboss. Oder? Yep. Jetzt? Nee. Immer noch nicht. Dann werden es wohl zwei Parts. Ich jetzt nochmal das hier machen muss. So, ich bin nochmal im zweiten Geisterhaus. So, weil es hier noch ein Secret Exit gibt, nicht Exit. Zack. So, brauche ich hierfür wieder den P-Switch. Ich muss nicht in diese Trolltür, sondern ich muss hier rein. Also hier hoch. Dann hier rein. Dann bin ich beim Endboss. Und jetzt noch ein drittes Mal. Reicht das? Yep. Nice. Und dann bin ich über der Star Road. Kann ich ja direkt mal drauf gehen. Yep. Aber die brauche ich nicht. Also noch nicht. Jetzt mache ich erstmal diese Welt fertig. Und weiter geht's mit Donut Plains 4. Und endlich ohne Secret Exits. Ja, der Koopa, der spinnt immer in meine Richtung. Das ist so ein kleines Troll-Level, habe ich das Gefühl. Ja, toll. Yoshi-Coin nehme ich mal noch mit. Was? Ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Ja, okay, das ist lame. Genauso wie das. Okay, das ist lame. So, hoffentlich klappt's diesmal. Ich bin ja gerade richtig dumm gestorben. Den Stern wollte ich. Leiter springt Luigi bzw. Mario, die springen nicht so cool, glaube ich. Das ist die immer so sich drehen. Komm. Nein. Gib mir die One-Ups. Hey, warte, wie lange habe ich das? Oh, Glück gehabt. Jetzt geht's zum Boss-Level endlich. Ach, dieses Level. Oh shit, das war echt knapp. Ich hätte es jetzt als Hit gelten lassen, aber... Damit gebe ich mich auch zufrieden. Ist es jetzt nicht der erste Knochentrocken oder gab es in der letzten Burg schon einen?
Ich weiß es nicht, ist schon zu lange her. So, das Level finde ich ziemlich langweilig. Vor allem, wenn sowas passiert. Na gut. Da ist jetzt nichts drin, was ich brauchen würde. Zack. Oh shit. Hier sind noch Münzen drin, ne? Ja, hätte ich mir eigentlich sparen können. So, mit dem Spin-Jump bist du ja komplett tot. Hier muss irgendwo was rauskommen. Yep. Die gehen nicht kaputt. Ach, das war dieses Level. Da muss man aufpassen. Also diese Stelle, nicht dieses Level. So, den töte ich mal kurz. Hier müsste irgendwo ein Item drin sein. Oder? Nope. Wenn ich jetzt aufstehe, sterbe ich, oder? Witzig, dass ich jetzt nicht hier an das Item rankomme. So, an das Item wäre ich sowieso nicht rangekommen, aber trotzdem. Also wenn es nicht aktiviert hätte, wäre ich nicht rangekommen. Komm, gib diese Blume. Ich sag ständig Blume, ich meine eigentlich Feder. So, und der Bosskampf ist deutlich einfacher als der erste. Den kann man, glaubst du, mit einmal besiegen, sollst du mal probieren? Yep. Easy. Der geht eigentlich da hoch und lässt sich dann immer fallen. Das ist ziemlich lame eigentlich. Ist jetzt nicht wirklich interessant. Ich hätte es zeigen können, okay. Aber trotzdem. Und ja, das wären ziemlich sicher zwei Parts. Zack, zack. Zack, 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 zack. Morten Cooper Jr. of Castle 2 is now just a memory. The next area is the underground vanilla dome. What drapes await Mario in this new world? What will become of Princess Toadstool? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dieser Part jetzt vorbei ist. Und dann geht's das nächste Mal weiter mit dem Vanilla Dome.